So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Passiert irgendwie neuerdings auch ab und an mal. Warum auch immer. Gott sei Dank hängt sich der FSX da nicht gleich mit auf. Ja, ich weiß nicht was. Das ist irgendwie hängt da sich auf. Ich hoffe, mit dem nächsten Update ist das wieder gegessen. Schauen wir mal. Also völlig aus der Luft heraus, ja, noch nicht mal irgendwie, dass man sagen könnte, oh, daran liegt's oder so. So, ein bisschen aufpassen muss ich jetzt allerdings, weil ich dann gleich tatsächlich an meinem Descent Point bin, wobei das dauert noch ein bisschen. München, LA im Flusi. Short Final nach 13 Stunden, kurz vor dem Touchdown. OM oder Crash. Ja. Boah, ätzend. Ja, richtig. Aber ich habe das. Also ganz früher habe ich dann wirklich gespeichert vorher einfach. Das ist zwar blöd, weil das holt dich ja komplett raus. Ne? Speichern, dann Flug wieder aufrufen, hin und her, bla bla bla. Aber es war ja fast die einzige Möglichkeit, wie du das machen konntest. Es war ja schon fast die Überlegung immer gewesen, ob man nicht speichert und sich den OOM gleich spart und einfach von dem Gespeicherten neu lädt. Das habe ich dann teilweise auch gemacht. Ging halt nicht anders. Musste sich da irgendwie mit arrangieren, ne? FSU Pick Autosave. Genau, richtig. So, was sagt mein Fuel? Mein Fuel sagt 3 Tonnen da, 3,5 Tonnen da. Das sieht gut aus. So, jetzt gucke ich nochmal Wetter. Wenn da jetzt immer noch 0 Wind ist. 0 Knots. Dann lande ich da, dann mache ich das, dann lande ich direkt. Dann erspart uns das sogar ein paar Minuten Flugzeit. Von 4 nach 5. Zweiunddreißig von 6 nach 7 ist dann Final, dann 121. Ja. So, bei der Landung wird gleich interessant sein. Zum einen die Anfluggeschwindigkeit. Wie verhält sich die Concorde so beim manuell Fliegen? Saugeil. Saugeil, die ist so saugeil zu fliegen. Nee, echt cool. Ist wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Starfighter oder so. Nee, die lässt sich echt prima fliegen. Weitaus unbehäbiger als so ein A320 oder so. Die ist schon recht flugs. Die reagiert richtig schön. Das Einzige, was halt ist, wollte ich nämlich gerade drauf kommen, du hast halt eine relativ hohe Anfluggeschwindigkeit, du hast einen relativ hohen Rotate, einen relativ hohen Rotate-Speed. Das macht an manchen Starts so ein bisschen Angst, weil du wirklich fast die gesamte Landebahn brauchst. Oder Startbahn in dem Fall. Anfluggeschwindigkeit, wie gesagt, so können durchaus mal so 160 Knoten sein. Das macht natürlich wenig Spielraum, um Korrekturen zu machen. Also wenn du deinen Approach nicht sauber hast, dann hast du kaum eine Chance, die vernünftig zu landen noch.
Ja, ansonsten zu fliegen ist die echt super. Und du hast halt beim Landeanflug einen sehr, sehr hohen Angle of Attack. Also bei der Landung 11,5 Grad. Und das ist schon heftig. Reverse Thrust. Oh ja. Oh ja. Die hat einen Reverser und der ist auch verdammt gut. Die hat sehr, sehr gute Bremsen und einen sehr, sehr guten Reverser. Also das Abbremsen funktioniert hervorragend bei dem Ding. Das Einzige, was du beachten musst, ist, wenn du im Landeanflug bist, 15 Fuß über dem Boden, Schub auf Idle, weil du sonst durch den hohen Anstellwinkel pustest du praktisch den ganzen Schubstrahl gegen die Landebahn und dadurch wird die nie aufsetzen. Also bei 15 Fuß Schub Idle und dann kommt sie ganz, ganz langsam richtig schön runter. Und dann fängt man sie noch ein bisschen ab. Und dann setzt man eigentlich ganz sanft auf. Offenbar mal, dass ich das gleich hinkriege. Genau. Was die Concorde nicht hat, sind zum Beispiel Flaps oder Vorflügel, Landeklappen, Störklappen. Das haben wir alles nicht. Damit kann die nicht dienen. Eine gute Möglichkeit, um im Sinkflug abzubremsen, sind bei der Concorde die Reverser. Ich kann im Flug, und das haben die tatsächlich auch gemacht, an den Inboard Engines die Reverser aktivieren. Und das funktioniert zum Abbremsen dann sehr, sehr gut. Nein, keine Flaps. Bei Delta Wings unmöglich. Ich habe ja zum Beispiel auch, was viele nicht wissen, ich habe ja kein Tailplate, ne? Ich habe also keine Elevator hinten. Bedeutet, ich habe auch keine Ailerons, sondern die haben ein Elevon daraus gemacht, also aus Aileron und Elevator, ne, haben sie dann zusammen ein Elevon gemacht. Das ist am Ende der Tragflächen habe ich dann so Flügelflächen, die nach oben und unten schwenken. Jetzt ist es leider dunkel draußen, jetzt kann ich sie nicht zeigen. Es ist vielleicht noch so eine ganz interessante Eigenart. Ja, die Concorde ist schon sehr speziell. Das ist in vielerlei Hinsicht ein sehr spezielles Flugzeug. Die Concorde ist auch das einzige Flugzeug, was während des Fluges den CG, also den Center of Gravity, verändern musste oder verändern können musste. Aufgrund des Überschallflugs. Weil sich der Gravitationsschwerpunkt während des Überschallfluges im Flugzeug nach vorne bewegt, muss Sprit, ganz genau zu sein, nämlich 10,5 Tonnen nach hinten gepumpt werden. Und diese 10,5 Tonnen verbleiben während des ganzen Überschallfluges im hinteren Teil des Flugzeugs und erst zum Descent und zum langsamer werden, also zum Verlangsamen, wurden die 10,5 Tonnen wieder nach vorne gepumpt. Auch noch so eine Eigenart. Trimmen mit Sprit, genau. Die Franzosen sind auch diesen Longhaul geflogen, also den Longhaul in Anführungsstrichen, von Charles de Gaulle nach Barbados. Und die hatten das Problem, dass sie die bis randvoll getankt haben. Sie haben wirklich, also 95 Tonnen passen rein und die haben auch 95 Tonnen reingetankt. Und da hatte man dann das Problem, man konnte keinen Fuel zum Takeoff mehr nach vorne pumpen. Das heißt, zum Takeoff war der CG eigentlich zu weit hinten. Und die haben dann einfach, tja, was machst du dann, wenn du im Flugzeug kein Fuel nach vorne pumpen kannst? Die einzige bewegliche Masse, die du dann noch über hast, und jetzt halte ich fest, sind die Passagiere. Und die haben dann 10 bis 15 Passagiere von hinten nach vorne gesetzt. Und beim Landen wieder nach hinten. Kein Witz, das haben die wirklich gemacht.
Sensationell. Ist cool. Ja, es ist kein Witz, das haben die wirklich gemacht. Und zwar, die Franzosen mussten das machen, weil die am Anfang des Fluges ein etwas längeres Stück Unterschall fliegen mussten. Und da verbrauchte die Concorde halt eben etwas mehr Sprit. Und deswegen mussten die ein paar Tonnen mehr tanken als die Engländer. Die Engländer brauchten es nicht machen, die haben ein kürzeres Subsonic-Leck gehabt. Das amüsiert mich gerade. Mich amüsiert das auch immer wieder, wenn ich mich drüber nachdenke. Hast du so schön so einen Flug gebucht, ne? Und dann erzählen sie dir erstmal, ja, bitte mal die Passagiere aus der hinteren Sitzreihe jetzt einmal nach vorne. Ist schon irgendwie sensationell. So, jetzt gucke ich mal gerade in meine Landedaten hier rein. Ich habe geplant zu landen mit 9 Tonnen. Oh ne, mit 12 Tonnen Fuel. Das heißt, ich habe eine Anfluggeschwindigkeit von 155 Knoten. Die werde ich mir jetzt auch mal eben einstellen. Descent wird ja bald anstehen. Ja, jetzt geht's gleich los. Ich bin jetzt bei 128 nautischen Meilen. Ich brauche von 36.000 Fuß auf 0. 77. Plus 30 Endanflug. Ja, dann würde ich sagen, bei 100 fangen wir mal mit dem Descent an. Aber erstmal stelle ich mir jetzt hier die 155 mal eben ein. Brauche ich das gleich schon mal nicht mehr machen. 155, 100. 162, 165 und 185. Und Decision High ist 200 Fuß. War dann auch. So, jetzt gucken wir nochmal Fuel. Schauen wir mal eben, ob das alles noch passt hier. Das sieht alles gut aus. Da haben wir noch 3 Tonnen drin, das ist sehr, sehr gut. Eventuell sind wir auch ein bisschen schwerer. Ich habe jetzt noch 17 Tonnen, ich glaube 5 wobei. Oh, schauen wir mal. Ich rechne immer Fuß, die zu sinken sind, also 36.000 Flight Level, 36 durch 320 Meilen davor Descent. Ja, die Concorde sinkt ein bisschen flotter. Concorde hat Sinkraten gehabt zum Teil zwischen 5 und 6.000 Fuß pro Minute. Deswegen kann ich ruhig da mit dem Descent ein bisschen später anfangen, das ist kein Problem. Genau, bei modernen Jets sieht man es im FMS korrekt. Völlig richtig. Und es gibt keine Spoiler-Speed-Breaks. Wie bremse ich dann im Fall des Falles ab, wenn ich mehr Drag brauche? Ja, mit den In-Flight-Reversern. Also wie gesagt, ich kann die Reverser, das werde ich nachher auch machen, weil ich einfach auf 250 Knoten runterbremsen muss. Im Sinkflug. Und dann kannst du richtig schön In-Flight Reverser einschalten und das gibt dann nochmal so 1000 bis 1500 Fuß pro Minute zusätzlich. Dann hast du so maximale Sinkraten von 7500 bis 8000 Fuß. Das reicht. Und das bremst auch wirklich. Also das merkst du dann schon. Das geht ganz gut.
So, jetzt ohne Reverser erstmal ganz normalen Sinkflug bin ich jetzt aktuell bei 7000 Fuß pro Minute. Jetzt bei 6000 Fuß, da wird sich jetzt ein bisschen einpendeln, wahrscheinlich so um die 4000 Fuß, 4000 bis 5000 Fuß, schätze ich mal. Ja, das stimmt. So, wenn ich jetzt die Reverser aktiviere, das geht natürlich nur bei Idle Throttle, ne? Reverser aktiviere, die In-Flight Reverser, ich umgehe jetzt praktisch die Elektronik hier mit dem kleinen Schalter und aktiviere jetzt die In-Flight Reverser, hier zwei blaue Lichter, plus die Buckets, ich habe Reverser Buckets hinten. Die sind geschlossen, die sind noch ganz geöffnet. Und jetzt siehst du, jetzt geht's ab hier. 7000 Fuß, wahrscheinlich gleich eventuell auch mal bis zu 8000 Fuß. Oder 7000, 7500, so um den Dreh. Ja, und so funktioniert das. Und da kannst du schon, da kannst du ordentlich was rausholen. Jetzt sinke ich auch im Moment nur mit 320 Knoten. Normalerweise würde ich mit 350 Knoten da sinken. Ich glaube, also mir ist nichts bekannt davon, dass das für die Passagiere unangenehm war. Ich glaube einfach, dass sie das gar nicht mal so mitgekriegt haben. Dass das so schnell ging mit dem Sinken. So, ich deaktiviere das Ganze jetzt aber trotzdem, weil sonst sind wir zu schnell unten. Die Concorde war sowieso arg speziell, also mit den Nachbrennern beim Takeoff, da hat es wohl ordentlich in den Sitz gedrückt. Dann kurz nach dem Takeoff wegen Noise Embankment hatten wir ja gerade schon, wurden die Nachbrenner ausgeschaltet und gleichzeitig die Triebwerke gedrosselt. Um 13 bis 15%. Und das muss sich also angefühlt haben, wie als wenn du vor eine Wand fliegst. Also das muss man wohl richtig gemerkt haben. Ich hatte den ganzen Tag Schwindel und Übelkeit. Oh Gott, du Armer. Das ist dann aber häufig so, dass die zwar schnell sinken, aber ungleichmäßig sinken. Solange du ja einen gleichmäßigen Sinkflug hast, hält sich das, glaube ich, noch in Grenzen. Also wie gesagt, die Descent Rates zwischen 4.000 und 6.000 Fuß waren bei der Concorde ganz normal. Also ich meine, die braucht 220 nautische Meilen, um von 60.000 Fuß auf 0 runter zu gehen. Minilal, hallo! Welcome on board. We are just descending into Washington. Wir machen gerade unseren Anflug auf Washington hier. So, jetzt bin ich auf 20.000 Fuß, dann mache ich mal so ein bisschen Approach-Checklist, Taxi-Turn-Lights, On-Radar-INS-Switches lassen wir mal auf, können wir eigentlich schon umstellen auf Radar, da muss ich gleich mal eben gucken, noch Landebahn-Einflug, beziehungsweise Landebahn-Richtung, Minilal, danke fürs Follow. Seatbelt Signs on engine control to approach engine flight rating to takeoff engine recirculation valves sollten sein shut secondary air doors auto, das ist korrekt. Brake fans sollten off sein, cross feed valves sollten shut sein. SSB to open und Battery Split Switches to ESS Main. Fuel Weight haben wir noch. Wir wiegen im Moment 104 Tonnen Aircraft Weight. Das wird ein Landeanfluggewicht von 157 Knoten machen. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall hin. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt gucke ich mal eben noch kurz nach unserem Fuel Transfer, den müssen wir mal eben nach Forward setzen. Dass wir den Tank 11 noch leer kriegen, vielleicht vor der Landung, mal schauen. So. Jetzt sind wir gleich auf 15.000 Fuß. Das ist für mich der Punkt, wo ich dann gleich In-Flight Reverser mache. Wir haben 191 Grad, ist die Landebahn.
Richtung. So. Vierzehntausend Fuß. Was ich jetzt mache ist, jetzt aktiviere ich die In-Flight Reverser. Gehe auf Pitch Hold und versuche auf 250 Knoten runter zu verlangsamen. Der Approach ist fix. Ja, so soll es ja bei der Concorde auch sein. Wir wollen ja keine Zeit verlieren, nicht? Also unnötig trödeln ist hier nicht bei dem Ding. Ich knall manchmal derart in die Flughäfen rein, dass ich nicht mal setteln muss. Also ich sinke wirklich in einem durch. So, idealerweise kommt es jetzt so aus, dass ich bei 10.000 Fuß 250 Knoten schnell bin. Und ich kann dann bei 10.000 Fuß auch Nose und Visier runterfahren. Nose und Visor down. Das wird's dann... Macht's dann so ein bisschen einfacher. So, und das ist jetzt eine Sache, die musst du echt nach Gefühl machen. Bei der Concorde, weil da gibt es dann auch keine... Da helfen dir keine Listen mehr. So, 10.400 Fuß, 256 Knoten. Das sieht ganz gut aus. So. Und? Na? 10.250 Knoten. Nose and Visor down. So, die In-Flight Reverser kann ich mir jetzt schenken. Die können wir wieder ausschalten. Schade, dass es Nacht ist und man nicht sieht. Ja, das tut mir jetzt auch leid. Tut mir echt leid. Leider bin ich da in den Sonnenuntergang reingeflogen. Aber ich streame regelmäßig. Ich bin jeden zweiten Abend eigentlich hier im Stream. Und da sind mit Sicherheit nochmal ganz, ganz viele Tagflüge dabei. Bist herzlich eingeladen, einmal auch tagsüber mitzugucken, wenn du möchtest. Also ich streame zweimal spät abends, so wie jetzt auch. In die Morgenstunden rein, aber ich fliege dann meistens tagsüber. So, Landing Lights on. Altimeter. Jetzt gucke ich noch einmal nach Fuel. Wie sieht's aus? Tank 11 ist bis auf 500 Kilo leer. CG ist 53,1. Das ist fast perfekt.
Altitude alert, 1000 to go. So, was mich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, ist Folgendes. Ich muss mal einmal kurz was Hässliches machen. Ah, da ist doch mein ILS hier. Das sieht doch gut aus. So, den werde ich jetzt mal alignen. Ich verlangsame jetzt auf 190 Knoten. Beziehungsweise auf... Boah, wobei, da können wir ruhig schon machen, auf 190 Knoten. Und wenn ich die 190 habe, dann werde ich gleich hier von Hand den Approach weiterfliegen. Und was man jetzt schon sieht, ist, dass der Angle of Attack sehr stark ansteigt. Wenn ich immer aus dem Fenster gucke, dann sieht man es hier nach links raus. Der Anstellwinkel wird jetzt wirklich hässlich. So, ich habe 16 Tonnen Fuel. 12.5 degrees. Damit ich nach vorne raus auch was sehe. Sitzposition wird da erhöht. So, my airplane. Ja, das ist doch das gleiche Geräusch. So, da kommt der ILS. Airport inside, gear down. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten, ein bisschen Schub geben. Jetzt kommt der Glide Slope langsam. Nach links müssen wir.
ein bisschen viel nach links. So, was ich jetzt mache, ist den Electric Trim aus. Das macht es gleich ein bisschen einfacher. Und da ist der Glide Slope. Jetzt gehe ich auf 180 Knoten und bei 1000 Fuß gehe ich dann auf 157, unsere Anfluggeschwindigkeit. Radio altimeters are active. QNH updated. Schöner Anflug, danke. Ja gut, aber auch Bombenwetter heute. Kein Wind, kein gar nichts, also. So, jetzt versuche ich auf 157 Knoten zu kommen. 1000 feet radio. Haben wir jetzt 800 feet. So, das wär's.
Weich wie Butter. Danke, danke. Aber so soll es eigentlich auch sein. So. After Landing Checklist. Brake Fans. On. So, was bei der Concorde beim Taxi ein bisschen interessant ist, ist, dass wir häufig mit der Nase über dem Rasen hängen. Das ist aber alles okay, weil das Bugfahrwerk sitzt eine ganze Ecke weiter hinten hinterm Cockpit. Deswegen ist das also eine ganz normale Geschichte. So, Landing Lights off. Transponder to XPDR. Und was wir jetzt als erstes machen wollen, ganz, ganz dringend. Flight Director is off, Flight Control Inverters off, VFC Master Warning Cancel, RAM Spill Master Switches to Manual. Der SSB to close und da machen wir jetzt die Inboard Engines aus. So, sonst rollt die nämlich hier sonst wohin mit dem Idle Throttle und dem leichten Flugzeug, da geht's richtig ab. Anders Lohberg, welcome on board. So. Was haben wir noch? Autothrottle. Ups. Autothrottle. Off. Auto Ignition. Off. Drainmaster Heaters. Off. ADS and Standby. Probe Heaters. Off. And Preservation Static Heaters. Off. Hier müssen wir noch geradeaus fahren. Fliegst du die Concorde von New York dann auch nach London und zurück in der nächsten, in einem der nächsten Streams? Guck mal, bei mir unten, wenn du etwas weiter runter scrollst, auf meiner Seite, da steht irgendwo ein Announcement Around the World Tour Teil 3 auf der rechten Seite und da stehen ganz, ganz, ganz viele Flugrouten, Flughäfen drauf und das sind die nächsten Flüge, die ich mache. Und da ist ganz zum Schluss der allerletzte Flug. Der ist New York nach Heathrow. Der vorletzte Flug ist das. So, Preservation Static Heaters, Drainmaster Heaters, Wind Intake, Anti-Icing is off. Preservation Static Heaters are off. Engine Control to Flyover. So, das kann... alles aus.
So, den nächsten Taxiway. Das sollte Taxiway Delta sein. Den muss ich raus und dann habe ich Gate 3. Das ist das zweite auf links. So, Delta ist hier. Richard S. Welcome on board. So, battery split switches to bat on. Taxi checklist. After start, after landing checklist. Mein Gott. Complete. So, das ist das erste Gate. Nochmal das zweite Gate. So, Parking Brake Set, Parking Checklist, Light and Transparencies, off, wir wollen ja kein einblenden, Nose and Visor up, Emergency Generator Selector to Auto, der ist da hinten. So, dann Engine 1, Shutdown. Naja, war toll. Super, dass ich die zufällig entdeckt habe. War ein netter Stream. Schau das nächste Mal wieder rein. Gerne, gerne. Ich bin morgen, also heute Abend werde ich nicht streamen. Montagabend wahrscheinlich. Dann wieder mit dem nächsten Stream. Auf jeden Fall wieder online. Musste mal gucken. Also entweder hier auf der Seite oder geh mal etwas weiter runter bei mir auf der Seite. Genau, geh mal etwas weiter runter bei mir auf der Seite. Kannst du mich noch bei Twitter followen. Da gebe ich immer Announcements, wann ich den nächsten Stream mache. Und das ist ziemlich genau. So. Engine 1 ist off. Dann einmal Request Ground Power. Weil eine APU habe ich nicht. Ground Power Switch to Close, dann Electric Trim is off, Auto Stabilization 01, 2 and Artificial Feel 01 and 2 to off. Gerne! Ah, jetzt gibt er noch meinen S-Dock auf hier auf den letzten Metern. Gibt's ja nicht. So. Was hatte ich denn? Generator Switches hatten wir. Lalalala. Generator Switches off.
So, last running. Engine shutdown. Throttle Masters to off. Engine Foremaster Warning Cancel. Ich gehe mal schlafen. Tschüss. Schön, dass du da warst. War nett. Hat mich gefreut. Drain Master Heaters are off. Short temperature check 22 degrees. Anti-Collision Lights. Off. ESC Master Warning Cancel. Fasten Seatbelts. Off. Doors open and passenger bay docking. So, was haben wir noch? Sigma Science Anti-Icing ist auf, Auto Ignition ist auf, Flight Deck Door Unlock. Lead Valves. Conditioning Valves shut. Lead Valves shut. Ground Supply. Batteries to bat off. Transponder standby. Brake fans as required. I think we can shut them down. Yep. Elapsed clock. 4 hours, 13 minutes. I planned with 4 hours and 11, I think. Yeah, 4 hours, 11. Perfect. Engine feed pumps. All of. Machen wir mal ein bisschen Fuel Panel Hausaufgaben. So. Parking checklist complete. Oh no, not yet. Low pressure protection off. Parking checklist complete. And stopover checklist. Air data computers to off. RDS master warning cancel. Transponder to off. INS system. To off. Flight control inverters to power off. Anti-stall system is off. Hydraulics off. Navigation lights off. Emergency lights off. Brake fins are off. Roof and panel lights as required. So shut down the roof lights here. And there. And there. And we make the roof lights on there. And now we can shut down the aircraft. Re-extract fans off. So, thank you for watching, everyone. Look at the passenger bridge. What's that? So, thank you for watching, guys.
next stream will be on Monday evening, I think. This was my last stream of my Round the World Tour Part 2, and now comes the Round the World Tour Part 3. I'm happy to see you again. Thank you for your follow, thank you for watching, and hope to see you again soon. Bye bye, guys.